Ich darf jetzt gleich unseren nächsten Redner, unseren nächsten Speaker begrüßen, und zwar den Felix Schmidt. Hallo. Hallo Felix. Hallo euch alle. Hallo Steffi. Hi, freut mich, dass du da bist. Freut mich auch. Du kommst sicher gerade vom Sport, gell? Naja, ich komme vom Arbeiten als Physiotherapeut, aber bin mit dem Rad aktiv, also bin schon eine Stunde insgesamt halt mit dem Rad gefahren, hin und zurück. Aber genau, ja. Das spricht ja quasi eh schon die Bände, für welchen Talk wir dich heute quasi dabei haben, und zwar für Sport und Bewegung und warum uns quasi die Bewegung und auch der ganze Fitnessbereich zugutekommt für unsere mentale Gesundheit. Aber ich würde dir einfach nur ganz kurz vorstellen, ich habe dich kennengelernt als Physiotherapeut und du bist Sportwissenschaftler. Und deine große Leidenschaft ist halt wirklich der Fußball. Also du warst Profi beim Sturm Graz. Hast du quasi auch, oder du gibst auch jetzt noch Spitzensportler so quasi deine Expertise weiter und hast aber auch dich mit der Praxis 19 quasi selbstständig gemacht. Das heißt, du durchlebst so quasi auch alle Facetten von Sport, Karriere, Selbstständigkeit, verbindet dich ja natürlich auch mit Menschen, oder? Gerade beim Fußballspielen. Dieses soziale Feld, also mit anderen Leuten, ist ja dann auch was Schönes, dass man sagt, dass man oft eine Einsamkeit, die ja auch oft so ein bisschen der Startpunkt ist von einem mentalen ungesunden Leben, dass man oft wirklich hinausgeht und sagt, der Sport kann dich verbinden mit anderen Menschen und dich sozusagen wieder in dieses soziale Gefüge auch integrieren. Hast du das auch stark gemerkt? Absolut. Also von dem Punkt bin ich tief überzeugt, Sport verbindet, um die Frage zu beantworten. Wie könnte man das zum Beispiel in Unternehmen vielleicht auch integrieren, dass dieser Sport so ein bindendes Glied ist zwischen den Mitarbeitern, oder? Ich glaube, da gibt es viele Wege über einen Teamsport, was es auch immer ist, Fußball, Handball oder Basketball, ein Team zu bilden, routinemäßig Trainings zu machen, kennenzulernen über die Bewegung, ist natürlich eine super Methode. Man kann aber auch andere Angebote verwenden. Es gibt ja auch zum Beispiel beim Marathon diverse, wo man die Strecken teilt, wo man sie auch kennt, okay, wie schätzt man sich ein, wie läuft man als Team. Gemeinsam Ziele zu formulieren, ist sicher eine super Sache für Unternehmer. Das eben nebenbei, wenn man mal von der Arbeit wegkommt, über den Sport sicher ein super Filter ist und dann eben, glaube ich, auch gemeinsam Stärke findet, auch dass sie auch dann aufs Unternehmen auswirken kann oder ziemlich sicher auswirken wird. Und welche Sportarten hättest du jetzt vorgeschlagen, die sich besonders gut für den mentalen Ausgleich eignen, in ein Unternehmen integrieren kann oder was Unternehmerinnen auch tun können, wenn nicht immer so viel Zeit ist? Grundsätzlich, um einen Ausgleich zu bekommen, eignen sich natürlich sehr gut Ausdauersportarten, weil sie sehr schnell das auch machen kann. Vor allem das Laufen, das Radfahren, man braucht nicht viel dazu. Ich sage immer so 3-4 Mal die Woche Zeit zu finden, um zum Beispiel eine Runde laufen zu gehen und dann wieder mal eine Runde Radfahren zu gehen. Wie genau setzt man sich denn jetzt so persönliche sportliche Ziele? Ziele zu setzen, die man auch beeinflussen kann. In was für Bereichen möchte ich mich verbessern? In was kann ich dafür tun? Ein gutes Ziel für Unternehmer wäre, oder es ist immer individuell, das ist einmal auch ganz klar. Aber einfach einmal zu sagen, wo will ich hin? Kann ich das beeinflussen? Und wie mache ich das? Wie steuert man so ein Training? Welche Methoden kann man da zum Beispiel anwenden? Grundsätzlich lasst sich da ganz klar mal unterscheiden zwischen einer Vorbereitungsphase, einer Wettkampfphase und auch einer Erholungsphase danach. Jetzt müssen wir wieder unterscheiden, was für eine Sportart machen wir. Gerade dieser Kraftsport und dieses schnelle, spritzige ist ja für unseren Körper auch Stress, oder? Das heißt, da ist es natürlich auch gut, dass man sich vielleicht auch einmal Sportarten wählt, die nicht nur Stress sind und Spannung, sondern auch ein bisschen entspannen. Absolut. Also eben den Yoga-Flow, den wir jetzt gleich machen könnten, der dauert nämlich nicht lang. Training, Yoga, Beweglichkeitstraining. Man versucht eben dabei,
die Muskulatur elastischer zu machen, die Wirbelsäule in Positionen zu bringen, die man nicht gewohnt ist. Wie im Alltag sitzt man ja viel oft, die Wirbelsäule ist gebeugt, das aufrechte Sitzen, die Schultern nicht so haben, sondern nach unten, das sind alles Komponenten, die ein bisschen da angeschnitten werden. Der Yoga-Flow bereitet da vor allem viele Läufer oder Ball- oder Stop-and-Go-Sportarten vor, auf die Bewegung, um die Beweglichkeit in der hinteren Muskulatur zu erhöhen, was, das kann ich von meiner Erfahrung erzählen, vor allem Muskelverletzungen vorbeugt. Man startet da meistens ich starte da im Stand. Dann beugt man sich einmal lang nach unten. Die Füße bleiben gestreckt, solange es möglich ist. Ich bin selbst verkürzt, ich bin Fußballspieler, aber es wird immer besser. Wenn es nicht mehr geht, beuge ich jetzt beide Knie. Und jetzt da schiebe ich einmal den linken Fuß in die Kniestreckung und einmal den rechten Fuß. Im Wechsel. Es sollte ein Dehnzug beim gestreckten Knie, aber kein Schmerz. Das machen wir, ich sage es immer zu den Patienten, 10-mal, 5-mal pro Seite. Schön in die Streckung gehen. Wenn wir das dann haben, wandern wir mit den Händen nach vorne. Ich hoffe, das seht ihr mir jetzt danach in die nahezu Liegestützposition. Also nicht, muss nicht komplett sein, so einfach in einem Stütz. Und von da schieben wir uns jetzt da in das V oder in den herabschauenden Hund, versuchen die Fersen Richtung Boden zu bringen, das Becken weit nach oben zu schieben und dabei spürt man auch einen Zug in der hinteren Muskulatur. Das gebe ich immer den Patienten so weiter, das 6-mal zu machen. Dann legen beide Knie ab, mit einem Fuß nach vor. Jetzt da schiebt die Hüfte nach vor. Das ist eine dynamische Dehnung vom Hüftbeuger. Das machen wir auch 6-mal. Und man versucht, ganz ein wichtiger Punkt noch, nicht so zu sein, dass der Oberkörper nach vorne geht, sondern aufrecht zu sein, weil dann spürt man einen Zug im Hüftbeuger. Wenn wir das haben, setzen beide Arme neben den Fuß ab und die fußnahe Hand, in dem Fall die, bei mir die rechte Hand, dreht auf und der schauen wir nach. Damit bringt man die Brustwirbelsäule in eine Rotation, in eine Drehbewegung und dynamisch. Es ist alles dynamisch, genau, aufdrehen und nachschauen. Und wieder zurück. 6-mal. Wenn wir das haben, gehen wir wieder in die Ausgangsposition zurück. Das heißt, langsam nach unten gehen, bis es nicht mehr geht. Jetzt da gehen wieder die Knie in Streckung, in Abwechslung. 10-mal. Vielleicht geht es ja schon, bei mir geht es schon ein bisschen mehr als davor. Wenn wir das haben, wandern wieder die Hände nach vorne in den Stütz. Vom Stütz geht es wieder direkt in das V. Versuchen wir, das Becken weit nach oben zu bringen. Die Fersen Richtung Boden, müssen den Boden nicht berühren. Richtung Boden, das machen wir. 6-mal. Wenn wir das haben, setzen beide Knie wieder ab. Und jetzt da geht der andere Fuß nach vor und wir dehnen wieder dynamisch in den Hüftbeuger rein. Nein, derweil noch das Reingehen in die Hüfte reinwippen, aufrecht sein. Wenn man noch nicht so viel spürt, könnte man auch die Arme so nach oben dazu nehmen, wenn man nach vor geht, wenn man hineinwippt. Sehr gut. 6-mal. Dann legen beide Arme wieder neben den Fuß ab.
und die fußnahe Hand, in dem Fall jetzt meine linke Hand, dreht auf. Das machen wir auch wieder 6 Mal. Perfekt. Wenn wir das haben, können wir in Ruhe aufstehen. Das heißt, an alle Unternehmer, Unternehmerinnen, nehmt bitte Sportquant vielleicht mit ins Office. Danke, das war richtig cool. Kann man super gut im Büro, also Positionen wechseln, das mit den Schultern nach unten lassen. Man kann einfach nur seine Arme kurz so zurückzuführen. Die Arme gehen nach vor. Einfach, das ist ganz easy. Ganz einfach, ohne dass die Schultern gehoben werden, einfach mit die Schultern unten lassen und zurückführen. Das sind Sachen, die man im Sitzen im Büro machen kann, hier und da. Eine weitere Empfehlung wäre eigentlich mindestens vielleicht einmal in der Stunde kurz aufzustehen. Das kann auch schon die Wirbelsäule extrem entlasten, wenn man eine Stunde gesessen ist. Du, weil wir jetzt gerade eine Frage haben und das passt ganz gut dazu, sind Dehnübungen besser statisch oder dynamisch? Also statische oder dynamische Dehnübungen, um beweglicher zu werden? Das ist eine super Frage. Dynamische Dehnung, vor allem vor der Bewegung, vor dem Sport. Also statisch zu dehnen, vor allem jetzt, was ist eigentlich statisch dehnen? Um statisch zu dehnen, verharre ich an einer Position und versuche den Muskel zu entspannen. Man entspannt den Muskel dann und man muss ja den Muskel auch irgendwie bereit machen für die Bewegung. Also meine Empfehlung ist vor der Bewegung dynamisch dehnen und jemand, der auch gern dehnt, nach der Bewegung kann es auch statisch machen, um die Entspannung zu lösen, um die Spannung zu lösen. Es kommt dann auch wieder darauf an, wenn man jetzt ein schnellkräftiges Training hat, ein explosives Training, ein explosives Krafttraining zum Beispiel, dann ist direkt danach zu dehnen, also statisch zu dehnen, kontraproduktiv, weil man hat ja versucht, gerade Kraft und Spannung aufzubauen, explosive Muskelfasern aufzubauen, um die dann direkt danach wieder zu entspannen. Das wäre eigentlich entgegengesetzt zum Training. Wie könnten zum Beispiel so ein Krafttraining auch ausschauen für Hobbysportler beziehungsweise für jemanden, der damit starten möchte? 8 bis 15 Wiederholungen, das ist das Hypertrophie-Training, das Muskelaufbautraining, und versuche da 2 bis 3 Serien zu machen. Sagen wir Kniebeugen, ganz einfache Start- oder Ausfallschritte. Das sind einfache Übungen, aber wenn man sie richtig und von der Qualität her gut macht, dann kann man so einmal schon langsam starten. Ziel ist es immer, dass man, wenn man sagt, man macht 2, 3 Serien von den jeweiligen Übungen, das ist nach der Literatur, nach der Literatur ist man dann im Hypertrophie-Training, sofern man nach der letzten Serie müde ist. Man kann jetzt da, wenn man super benannt ist und man macht 8 Liegestütze 3 Mal und es zwickt aber noch überhaupt nicht in die Muskeln zum Schluss, dann hat man kein Hypertrophie-Training gemacht. Aber wenn jemand jetzt dann gerade einmal startet mit dem Krafttraining und 8 Liegestütze macht und ist jetzt wurscht, ob das Damenliegestütze oder normale Liegestütze sind, wichtig ist, nach 2 oder 3 Serien müde zu sein. Dabei soll aber die Qualität nie, also die Qualität ist immer wichtiger als die Quantität der Übung. Am nächsten Tag können Spatzen da sein. Das ist gut, das ist ja das, was wir wollten. Dann vielleicht einen Tag regenerieren und wenn man merkt, hey, es wird jetzt ein bisschen besser, dann wieder einen draufzusetzen und wieder trainieren. Nicht zu lange warten, aber auch richtig warten, seinen Körper kennenzulernen, das ist ganz wichtig. Damit man eben Belastung und Entlastung richtig wählt. Das ist zum Beispiel, das hast du jetzt so schön gesagt, den Körper auch richtig kennenzulernen. Das ist für mich zum Beispiel auch so ein Faktor für die mentale Gesundheit, dass ich nicht gegen meinen Körper arbeite, sondern mit meinem Körper und dass ich die Signale dann halt auch erkenne, wenn es halt einmal genug ist, weil der gibt uns halt natürlich auch wirklich viele, viele Merkmale. Und ich sage da immer sehr gerne dazu, der Körper ist ja quasi die letzte Instanz, der es uns aufzeigt, wenn etwas zu viel ist. Genau. Und da kann man natürlich, da muss man natürlich sehr, sehr gut aufpassen. Aber du hast uns jetzt so viele wertvolle Tipps gegeben, wie man da halt wirklich das Krafttraining in sein Leben integrieren kann.
Wie kann man da wirklich diesen inneren Schweinehund überwinden, dass man sagt, so, und jetzt raffe ich mich auf und jetzt bewege ich mich dazu, eine neue Sportart zu lernen oder diese Sportart zu lernen oder ins Krafttraining zu gehen oder was auch immer. Wichtig ist immer, dass man Sachen macht, die jemanden taugen, Leidenschaften zu entdecken. Wenn jemand nicht gern läuft, weil er es einfach nicht gern tut, dann soll er was anderes finden. Jeder Anfang ist schwer. Immer positiv zu sich redet. Negative Wörter soll es nicht geben im Sport. Also und natürlich sich eben, wie wir schon vorher gesagt haben, einzuschätzen. Wenn man eben gerade startet, kleinere Ziele zu setzen. Man macht mit kleineren Zielen auch schnelle Fortschritte. Und mit der Zeit, wenn man dann richtig Belastung, Entlastung wählt, wird man schnell besser. Gerade der Anfang ist die Phase, wo man die stärksten Fortschritte erzielen kann, wenn man es richtig wählt. Wenn man schon mal ein sehr hohes Level hat im Weltklasse-Sport, die trainieren so hart, aber erzielen nur mehr minimale Fortschritte. Am Anfang, wenn man es richtig wählt, kann man ganz große Fortschritte erzielen. Und weil du jetzt auch von Fortschritten redest, was sind denn so physiologische Effekte von Sport, auf die man sich wirklich freuen kann, wenn man sagt, meinen inneren Schweinehund habe ich überwunden, jetzt geht's ab. Was passiert da eigentlich? Ja, da gibt es ganz viele die physiologischen Abläufe im Körper. Grundsätzlich, wenn man Ausdauersport, der gesunde Sport in richtigem Maße verbessert, die Herzleistung, die Lungenfunktion, die Endothelfunktion, also die Gefäßerweiterung, es wird besser Sauerstoff transportiert durch den Körper, es können Gefäß-Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermieden werden, die Hormonproduktion wie Serotonin, Dopamin, Adrenalin, die einfach den Körper gutes Feeling geben, Glückshormone, zum Beispiel die Herzratenvariabilität, dass man einfach auf verschiedene Reize besser sich anpassen kann. Ein Training erhöht die Herzratenvariabilität. Was heißt das? Dass man sich halt zum Beispiel bei einem Infekt, wenn man einen Infekt hat, dass man sich schneller auf Reize von außen einstellen kann. Man kann schneller reagieren. Es gibt so viele positive Auswirkungen. Ja, lieber Felix, dann starten wir noch einmal in die Übungen. Und dann hätte ich gesagt, sage ich danke schon einmal an dich und an deinen wertvollen Input. Wahnsinnig, was du uns heute mitgegeben hast. Ja, dann gehen wir noch einmal ein bisschen in die Kraft-Session. Ihr habt jetzt sicher nicht alle das Band. Es ist wurscht, ihr könnt es jetzt einmal ohne Band mitmachen. Dabei trainiert man eben den Muskel, einen Gesäßmuskel, der ganz wichtig für die Beinachse ist. Wenn ihr das jetzt, ich würde das 12-mal machen, dass man im Hypertrophietraining ist und dann sollte es da am Gesäß zum Spüren sein. Den Muskel haben wir jetzt trainiert und der soll uns dann eben stabilisieren, wenn wir eben wieder versuchen, unser Knie nach vorne zu führen und dass das eben nicht nach innen fällt, weil der Muskel ist aktiv, der hält das Knie auf Dauer nach außen. Und das kann präventiv schwere Knieverletzungen vorbeugen. Ja, zum Abschluss hast du vielleicht noch ein paar Tipps, so einfache Tipps, was man wirklich als Unternehmer, Unternehmerin sehr schnell integrieren kann. Deine besten 3 Tipps, die du heute noch mitgibst, dass man sagt, arbeite an deiner mentalen Gesundheit und das ist aus dem Bewegungsbereich wirklich wichtig. Natürlich, wie schon erwähnt, finde deine Leidenschaft. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, auch Sachen, die man mag. Setze Ziele. Finde den Flow, suche im Sport den Moment, also den Moment genießen und versuchen alles, was im Kopf ist, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was die Luft, die man einatmet, das Umfeld, das man sieht. Das ist perfekter Abschluss, im Hier und Jetzt zu sein. Ja, lieber Felix, vielen herzlichen Dank.